Servus beieinander, YouTube. Wir sind zurück bei 7 Days to Die mit dem Zockkopf. Hallo Chris, servus. Und mit mir, eurem Badwood. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob der Zocki schon sprechbereit ist. Ich schluck grad runter. Das kann er. Da habe ich gelernt. Jahrelange Übung. Deswegen sind wir schon so lange befreundet. Ich bin ein Gurde. Warum hat sich jetzt der Questmarker verschoben? Bilde ich mir das ein oder ist das dasselbe Haus? Weil der, nee, ist nicht dasselbe Haus, weil da schon was offen ist. Nee. Na, da kommt ein ganzer Verbrannter daher. Ein ganzer Verbrannter? Das finde ich anständig. Der hat sich entschieden, am Boden zu sterben. Das finde ich super. Ein Wildschwein. Nee, sieht nur so, der Keller sieht so ähnlich aus. Wie ein Wildschwein? Nee, wieder. Maha, ich habe keine Ausdauer. Oh. Oh, was? Wo hänge ich denn jetzt wieder fest? Verdammt. Leuchtauge oder wie? Ja. Oh mein Gott, da spritzt es aus dem Blut nur so aus meiner Vagina. Ich habe Aloe Vera. Okay. Könnte ich einen Verband herstellen, wenn ich Stoff habe? Warte. Warte mal, ist ja wurscht. Betty, du. Ich hab. Hab ich den weg, weil ich. Nee, hier, ich habe so einen leeren Verband. Den brauchst du dafür. Ah, dann gönn mal. Danke dir. Rezepte. Super. Mal ist Grit. Ah, jetzt hätte ich hier Stoff. Ich habe auch Aloe Vera Samen, das heißt, wir könnten bei uns mal. In der Kiste. Ja, wir könnten bei uns mal da ein bisschen was anpflanzen und dann ordentlich was rausholen. Eigentlich bin ich nicht so der Anpflanzer in dem Game, war ich nie, aber es ist ja vielleicht doch notwendig. Ja, die muss man einfach nur im Boden platzieren, ne? Nee, du musst extra so einen Block herstellen. Ich weiß nicht, wie es bei Aloe Vera ist. Aber ich denke, das ist bei jeder Pflanze gleich hier in dem Game. Aber du müsstest dir einen extra Block herstellen, wo du anpflanzen kannst. Da bräuchtest du, glaube ich, hier Dorbe. Oben hängt ein Bild von Elten. Da schau. Oh Gott. Gebt der Alten mal einen kleinen Popo-Piekser. Und er lebt noch. Da ist noch einer. Er lebt noch. Hey. Ich treffe ihn einfach nicht. Oder das hast du alles alleine gemacht. Ich habe ihn nicht getroffen. Was haben die Leute eigentlich so weg heutzutage? Oh, Goldruten, Samen und Holz. Was soll denn das? Nee, du hast eine goldene Rute? Ich habe die goldene Rute. Damit beglücke ich jede Stute. Was laberst du? Aber kein schlechter Rhyme, oder? Der war gut, ja. Ab und zu. Der lag jetzt ja auf der Hand, wäre schade gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ah, ein Bulle. Gelbauge. Rotfuß, was heißt da Rotfuß? Du musst mich schon wieder heilen. Ach, open the door, please, I'm coming here. And looking. Ah, als Malbulle. Oh, hier ist eine Shamway-Kiste. Komm, bitte explodier einfach. Oh ja, er macht's. Wow, ich war zu schnell weg. Nein, doch nicht. Oh, ich hab gut Essen gefunden. Und wieder Kochbücher. Bist du eigentlich? Bist du oben? Ich bin oben, ja. Hab aber Besuch hier. Und zwei Stuten. Das ist lächerlich. Ich hab Schuhe. Das ist schön. Wollte ich kurz gucken, welche Stufe. Das ist Stufe 1, ne? Dann tragen wir Stufe 2 Schuhe. Ich finde ja schön, wie du dich noch über die einfachen Dinge des Lebens freust. Ja, bei einer also hier ist der gute Loot, Betsy. Hier drin.
Oh ja, oh ja. Was ist denn? Ein Outfit, ein neues. Oh, hätte ich mir gönnen sollen, Alter, du hast schon ein cooles Outfit. Na, zeig ja, mal her, was denn? Zeig mal. Bitte, sofort. Hier noch die Bücher hier mitnehmen, das mal eins drüben. Zack, zack, schnell lernen. Das zieh dich mal lernen. Zieh dich mal um für mich. Ja, ja, aber die ist, glaube ich, nicht so cool. Zeig mal, ja. Oh, ja, nee, eigentlich doch nicht. Passt nicht zur Mütze. Nicht wirklich, gell? Aber warte mal. Ah, jetzt habe ich die Prediger-Ding. Ah, doch, warte mal. Aber du hast das Farmer-Outfit. Mein Helm wird dazu passen. Mein Helm, sage ich. Mein Strohhut. Ja, stimmt, ja. Willst du es haben? Ist nämlich Stufe 2 sogar. Nee, geht. Ich habe mein Nerd-Outfit Stufe 1, aber das geht schon. Sicher? Ja, nee, ich will wenn was Cooles haben. Ach, so schlecht ist es gleich. Verstehe. Wobei, ja. Ich finde, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich dazu den Predigerhut auf habe, sieht es teilweise besser aus. Ich habe zum Glück Pillen gefunden. Ich mache nur kurz die Lampe weg. So. Dann wechseln wir in den Predigerhut. So. Und tun in den Predigerhut noch die Lampe rein. Ach, sieht besser aus, oder? Mit dem Hut. Es passt besser auf jeden Fall, ja. Das war jetzt eigentlich. Der gute Loot ist nicht so großartig gewesen, gell? Willst du gleich beim guten Loot drinbleiben? Ah, ne, ist gefährlich, glaube ich, oder? Ah, warte mal, oh, ich mach einfach. Okay. Obwohl, wenn ich hops gehe, ist die Mission weg. Ah, ich werde schon nicht hops gehen, oder? Die Frage, wie ich hier jetzt rauskomme, muss ich wahrscheinlich kurz hier die Tür kaputt machen. Wir müssen uns aber ranhalten. Schau 18 Uhr, die Hordennacht beginnt gleich und eigentlich die Brücke, die wir haben, die haben wir noch nicht richtig hergerichtet für das. Obwohl, die Scheune auch nicht. Guter Loot hier, ja. Hallo. Wow, oh mein Gott, ich bin tot. Scheiße. Ich bin tot, ich häng voll fest, ich kann nichts machen. Tot, die Quest ist für mich nichts mehr. Oh nein, sorry, ich bin so klein, ich hätte das vielleicht auch nicht so machen wollen. Wow, fuck, da kommt wieder. Da war eine Grüne und zwei Bullen. Ja, bei mir war auch ein Bulle. Okay, die Quest ist für mich Geschichte. Ja, ich glaube für mich aber auch. Die werd ich nicht schaffen. Scheiße. Trotzdem will ich noch den guten Loot, also. Boah, hier sind so viele. Boah, hier sind so viele Rotaugen, Alter. Ah, jetzt falle ich runter auch noch. Oh, fuck. Alter, ich bin gleich tot, Alter. Ich bin ja mal hops gegangen, also. Ja, meine Quest ist auch gleich weg. Schaff ich so nicht mehr. Weil ich will mir die Heilung irgendwie für die Horden aufnehmen. Mama! Mach dir nichts. Wir haben es echt schlecht gestartet. Ich glaube, wir sind auf dem Gebiet. Oh fuck, wie viele? Schon. Soll mal schauen, ob wir zu Brücke kommen? Ich hole den guten Loot noch. Okay. Ja, hier ist nämlich eine grüne. Also ich weiß nicht, wo der gute Loot war. Oh, die hat mich entdeckt. Was mache ich hier? Ich habe keine Ausdauer. Fuck you. Scheiße, ich komme nirgendwo rein. Aber ich komme hier hoch. Okay, das war auch nicht so gut. Oh oh, Geier. Wo ging's denn hier hoch zum guten Loot nochmal? Also da. Hallo. Nein, ich häng fest. Oh nein, ich bin schon wieder tot, Alter. Ich hab keine Ausdauer. Viele Zombies hier. Ich häng fest. Absolut nervende Situation gerade eben. Das Problem ist, dass hier nur die Gelbaugen sind. Was?
Läuft das Spiel gerade ein bisschen komisch bei mir? Keine Ahnung, was es ist. Es hängt gerade ein bisschen. Nein, jetzt kann ich da nicht reinfahren, weil der Abräder ist. Nein, komm, verpiss dich, komm, bitte, please. Verpiss dich doch endlich. Okay, ich bin tot. Scheiße. Naja, wieder um mich. Ich bin nicht da. Ich glaube, hier geht's immer noch voll ab da drin. Ich versuche mal irgendwie zu dir zu kommen. Oh, Bulle! Ach man, oh, auf dem Dach kämpfen ist nix. Warum explodiert der Prä nicht? Ja, fuck. Geht doch. Oh fuck, das ganze Haus ist eingeschwürzt. Ja, das ganze Haus war ein bisschen übertrieben. Oh shit, Alter. Alter, was ist denn hier los? Komm, ist er richtig schon fest? Oh fuck, was sind hier? Oh fuck! Oh, sag mir bitte, du hast ihn gut. Nicht da, komplett. Nicht komplett. Boah, hier geht's ab, Alter. Ah, shit. Oh, ich hab auch Stiefel. Wow, ist ja toll, dass die Spiegel auf dem schnell weg sind. Aua! Oh, fuck, ich krieg von hinten, von vorn. Alter. Ah, oh, das ist okay. Hallo, geh hier rüber. Oh, ich hab nur noch einmal Heilung. Ah, ich komme hier nicht hoch, ich häng fest. Oh nein. Da ist die Bühne. So, ich habe ihn komplett, habe ihn komplett. Scheiße, ich habe nur noch einen verfangen. Das ist viel zu schwer gemacht. Und ich muss auch nochmal zur Kiste und es rennt die Zeit auch hin. Zu welcher Kiste musst du? Meiner, dass ich wieder was abnehmen kann. Hallo? Na. Scheiße, macht gar keinen Sinn. Ich glaube, ich lass mich töten. So, ich weiß jetzt leider nur nicht, wo der Händler ist. Meine Rüstung ist komplett für den Arsch. Komplett ja, kaputt jetzt da. Aber, just off, die Quest war zum Scheitern verurteilt, ja. Das stimmt. Wo bist du eigentlich? Draußen vom Haus, ich warte, bis du kommst. Das ah, okay. Machen können. Warte mal, welche Richtung? Hier. Ich sehe dich. Darfst du nicht fahren, wenn du auf mich wartest? Weißt du ungefähr, wo es lang geht? Vorsicht, da spricht ich. Nö. Yeah. Jetzt müssen wir uns ein schnelles Plätzchen suchen, glaube ich. Wo war es? Könnte ungefähr der Händler sein. Na, du könntest auf die Map gucken. Tue ich gerade. Wird normalerweise wieder angezeigt. Ja, da steht eh Trailer. Trailer, ja, warte mal. Müssen wir umdrehen. Ich kann einen Wegpunkt machen. Ja, rechte Maustaste. Schneller Wegpunkt. Da. Und wo ist er jetzt? Wer wird er? Ah, da.
Folge mir, Toki. Naja, ich weiß es nicht. Ich habe gerade einen Hasen überfahren. Ja, da ist der Händler, das heißt, überall da vorne sind die Kisten. Scheiße, jetzt häng ich am Baum fest. Was machen Sachen? Ich bin krutscht. Krutscht dieser mit dem Fahrrad, super. Mhm. Kommen wir eigentlich noch auf unsere Brücke hoch? Ja, hochkommen tun wir schon noch. So, jetzt erstmal ein bisschen leer machen. Das Problem ist... Krieg immer Rüstung, Fertigungspaket, weißt du? Boah, ich hab eine Stufe 5 Revolverkacke. Alter, geil. So, ich glaube, ich hab... Fleisch und Kuchen kannst du dann auch wieder herstellen, wenn wir wieder was haben, irgendwann, nach der One-Nacht. Wo ist mein Holz? Habe ich das anhängen? Ja, ich brauche noch eine Kiste hier. Na, bei mir geht's noch. Ja, sonst glaube ich... So. Ah, nee, das nehmen wir mit zum Reparieren. Mir ist gerade mein Ventilator. Was? Oh Gott, sag, ich stirb wieder. Mein Ventilator ist gerade auseinandergefallen, als ich ihn hochheben wollte. Oh Gott. Wie geht der Zocki mit seinen Sachen um? Sag mal. Ich weiß es nicht. Kompliziert. Ist einfach nur kompliziert. Jetzt habe ich zumindest so viele Taschenmods, dass ich alle Kästchen habe. Gut, was wollte ich schauen? Schade, ich habe leider kein dünnes Rohr mehr gefunden. Kauft sie sowas vielleicht? Ich habe eh Kurzeisenrohre. Wo bist du denn? Ah, okay. Kannst du mir da vielleicht 2 abgeben? Kriegst sogar 3, schau her, Alter. Oh, dann kann ich endlich meine Revolver wieder benutzen. So, wir müssen aber noch ein bisschen vorbereiten, oder? Ein paar bisschen von der Brücke noch wegkloppen. Ja. Also von der Seite kommen die eh nicht hoch. Aber von der anderen Seite würden die hochkommen. Nee, es geht darum, die sind ja auch so weit gesprungen. Ne? Heißt, wir müssen noch mal was wegkloppen. Das schaffen wir rechtzeitig nicht mehr. Aber ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht den Teil wegkloppe, wo ich draufstehe. Da haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, ne? Und ich habe gar nicht mehr so viel Leben. Darum habe ich mich töten lassen. Es ist nur kacke, meine ganze komplette Ausrüstung, also was ich anhab, das ist im Eimer. Ich weiß nicht, ob eins reicht oder ich mach nochmal eins weg. Aber dann kommst du ja nicht mehr rüber zu mir, oder? Doch. Zur Not, warte mal, kann ich schon wieder... Ich hab 3 Punkte, vielleicht schaue ich nochmal, dass ich auf Akrobatik gehen kann. Parcours meine ich. Okay, ich komme eh nicht mehr ran. Ah, scheiße, es geht noch nicht. Nein, das kostet jetzt 2 Punkte und dann habe ich keine mehr. Shit. Ja, dann hebe ich den Punkt lieber auf. Shit, komme ich da nicht ran oder wie ist? Doch. Nee, das muss passen. Ja, wie kommst du denn jetzt rüber? Da kommen die Safe nicht hoch.
So. Geht das nicht? Ah, ich hab vergessen zu springen. Okay, das ist ganz besonders klug von dir, mal nicht zu springen. Ah, jetzt habe ich mich nicht getraut, so weit zu springen, weil ich dachte... Ach Gott, was ist los mit dir? So, ich baue da nur kurz einen kleinen Weg. Weil falls sie die Brücke zum Einstürzen bringen, dann landet man im Wasser. Soll ich lieber auch einbauen, dass wir zwei Wege haben? Vielleicht. Weil nicht, dass es vielleicht... Oh, danke! Ist ja wurscht, ich nehme auch ein paar. Danke. So. So, es ist bei mir ein bisschen eine Unterhaltung. Ja, ich konnte jetzt nicht rechtzeitig muten. Bin zu blöd, da was anzubauen an dem Block. Hä? Was machst denn du? Betsy, was machst du? Warte, muss der dann rüber? Ja, dann muss ich halt hier ein bisschen springen. Ja, ja. Es reicht schon, das reicht schon. Okay. Es ist halt nur, damit wir uns auch ein bisschen oben bewegen können, weißt? Mhm. Dankeschön. Ja. Magst du das kosten? Da ist doch ein ganz geiles Lucky drin, das ist Zitrone und Limette. Hey. Ich hoffe, Zocki denkt dran, dass wir gerade Aufnahme machen. Ja. Okay. So, jetzt geht's gleich los. Die Hordennacht beginnt gleich. Uiuiui. Ja, ich bin gespannt. Warte kurz. Was? Auch noch ein bisschen. Dankeschön. Ja, dann werden wir mal den letzten Verband verbrauchen. So, jetzt bin ich wieder voll für den Betsy da. Die Frage ist nur, wie lang? Jetzt habe ich langsam Angst. Ja, eigentlich müssten wir schon noch FIFA reindrücken, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Ist Pflicht jetzt da, weil du hast doch Lords of the Fallen mit mir zockt. Muss ich mit dir FIFA zocken. Weißt du, wir könnten ja wieder sagen, ein Kommentar darf entscheiden, was wir vielleicht, weißt du, Spiele, die wir hassen, was wir noch so zocken könnten. Weißt ja, dann musst du mal eine Liste erstellen, Spiele, die du hast. Also, ich hasse im Betsy. Aber ich spiele trotzdem mit ihm, weil ich einen Kommentar bekomme. Weil wir sonst niemanden kennen, ja, deswegen, das ist eigentlich nur zwangsmäßig. Ja, dann spielt niemand mit uns. Eben. Also, YouTube, wer möchte mit euch... Mit euch? Wer möchte mit mir spielen und aufnehmen, weil dann lasse ich ihn besser links liegen. Aber ich habe keine Fans, also niemand! Yay! So. Jetzt geht's gleich los. Wir hassen uns schon seit über 10 Jahren. Ne? Das ist unglaublich, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Dass ich in der Zeit noch keinen neuen Spielpartner gefunden habe, ist... Nee, es kamen welche. Es sind wieder waren welche da, aber nee, sie haben mir dann doch nicht ausgereicht. Das muss ich sagen. Nee, jetzt habe ich schon okay. So, es geht. Ach, warte, ich nehme den Revolver in die Hand. Die muss ich auch noch nachladen, die PSE-Waffe. So, Sekunde, jetzt bin ich gespannt. Okay, Hunde machen ihre Runde. Ja. Und jetzt ist er wieder am Rhymen. Also, sie kloppen auf die Brücke. Ja, ja, aber. Das müssen wir unterbinden, Betsy. Okay. So gut wie möglich, weil sonst stürzt man an. Fuck, die kommt doch rüber. Nein, wo denn? Einer kam mit gut, nah an sich ran. Ja, aber schau, er fällt runter, er springt nicht drüber, siehst du? Zack. Aber die haben gleich die Brücke erledigt. Fallen wir wenigstens dann ins Wasser? Darum der Steg. F-
Fuck, ich sehe aber von meinem so schlecht. Ich muss ganz nah rangehen und wenn der bricht, dann falle ich. Warte mal, kann ich hier noch Blöcke setzen? Oh, der hat was gedroppt. Ja, kannst du danach noch holen, oder? Der bleibt nicht so lange liegen, glaube ich. Ja, das wäre mir das Liebste. Oh, der ist wirklich rüber, Jump, Bessie, sie aufpassen. Ist er? Im richtigen Moment hat der Springer gedrückt. Aber die Hunde können, glaube ich, nicht springen, ne? Nee, die laufen nicht. Aber die Hunde haben auch keinen Fallschaden gefühlt, ne? Nein, weil es eigentlich... Achtung, wer ist hinter dir? Oh, fuck, 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 wieder nach! Oh, ich hab gut abbekommen gerade. Ich hab nichts mehr zum Heilen. Aber eine Kleinigkeit könnte ich essen, das tut auch, ne? Okay, jeder Fünfte oder so schafft es wieder, ne? Einfach kurz anhitten vielleicht, wenn er versucht rüber zu springen. Aber es helfen, versuchen ja immer nur dieselben, weißt du? Der Baumeister und der die zwei Hunde. Die anderen klatschen, glaube ich, die Brücke klein, oder? Susan hängt hier schon wieder fest. Ein paar schwimmen im Wasser und kommen nicht mehr raus, richtig. Ich höre auch keinen mehr Klopfen. Ah, der hat auch was getraubt. Ja, die fallen teilweise selber wieder von der Brücke runter. Die Hunde versuchen sich gegenseitig jetzt rüber zu schieben. Ja, warte, auf den schießen wir jetzt. Ja, er kommt rüber, trotz Schuss. Aber vielleicht wegen am Schuss. Man weiß es nicht. Meinst du, er hat ihn jetzt noch gepult oder was? Der hat ihn gezwungen, die Sprungtaste zu drücken. Du meinst, weil er wegrollen wollte? Ja, genau. Ja, da unten knallt wieder jemand an die Brücke, aber der ist auch tot. So, da kommt er wieder. Sehr schön, gleich drüben geholt. Also noch, finde ich, geht's, aber wir haben auch erst eine Stunde rum, ne? Ich frage mich halt, wie lange die Brücke hält. Ja, ich glaube, es geht, weil gar nicht so viele drauf einkloppen oder gar keiner mehr gerade im Moment. Da, schau mal, die springen immer wieder ins Wasser, wenn sie was bei der Brücke machen wollen. Gut, dass die Waffe so lange kaputt war, jetzt habe ich richtig viel Munition dafür. Also jetzt probieren es nur noch die Hunde. Ja, kriegt man aber nicht hin. Also noch die krabbeln noch. Ja, ja, der Turm ist schnell hops gegangen, bevor die Hordennacht sogar begonnen hat. Ah, oh, meine Waffe ist im Arsch. Du hast ja noch Reparaturkit, oder? Kurzes Eisenrohr, Betsy, merkt ihr das bitte? Stimmt, Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich dir den Kopf geschossen. Ah, habe ich abgezogen? Nee, aber es hat irgendwie Blut gespritzt bei mir. Naja, ja, aber nichts abgezogen. Und... Terry Boy.
Ja, wir haben so eine große Flügel zu haben, aber sie geht langsam auf zur Neige. Ja. Schon wieder Military Boy. Bam. Der eine macht ein Loch in den Boden. Ja, keine Ahnung, der will, weiß nicht. Der spielt sein eigenes Spiel. Oh, jetzt kommen aber noch ein paar langsam auf die Idee, hier hochzugehen. Ich finde, wir schlagen uns besser, wie ich erwartet habe. Ja, gell? Wieder ein paar auf die Brücke einbügeln. Das kleine Fitzelchen nur noch muss weg von der Brücke, dann. Also von diesem einen Übergang. Dann wird's überhaupt kein Problem mehr für uns. Nein, meine Waffe war auch kaputt. Boah, ich hab ihn einfach runtergeschossen, den Bre. Wow! Ah, fuck, was war jetzt? Die Brücke! Die Brücke ist eingestürzt. Der Teil zumindest, wo wir glücklich waren. Ich hab einen Knochenbruch. Oh. Ich hol mir einfach den Loot, Motherfucker. Ja, Mann, ich hab den Loot. Ich hau ab. Wo ist mein Rad? Ich kann nicht mein Rad. Ja, ich sterbe. Ich bin tot. Nein, Betsy, nein. Das waren zu viele und ich hab einen Knochenbruch. Mano. Bin schon wieder ins Wasser gehoppelt. Aber wenn ich gleich wieder komme, wird's gleich wieder stressig. Ja. Aber ich kann wieder rennen. Das ist aber sehr schön. Ich auch. Ich bin auch gleich tot, Alter. Mann, was war denn das jetzt für ein Scheiß? Hoppala, Susu, servus, Christi, servus. Verdammt, wir waren noch gut. Vor allem der Teil, wo wir nicht standen, steht noch ein Teil, weißt du? Eben, ich wollte da wieder hoch, aber irgendwie zündet das nicht. Hoppala, das war meine Tastatur, die ich erwischt hab. Nein, nicht nachladen jetzt, das ist das Schlechteste, was du tun kannst. Los, fahr mit dem Rad, so schnell du wieder Wind. Ich probiere jetzt echt nochmal hochzukommen. Ich bin oben. Super, Betsy, super. Wo bist du? Ich fahre hier mit dem Fahrrad ein bisschen spazieren. Okay. Ah, da sehe ich sie. Moment. Ah, ich mach's wie die Zombies. Ah, Betsy, sie ist drüben bei dir. Na, warum springe ich denn wie ein Trottel? Jetzt habe ich auch einen Knochenbruch. Knochenbruch. Oh, jetzt bist du dran. Ich bin nicht zu mir, wenn wir alle hinter dir her sind. Tot. Oh Gott. Schade, ist leider ein Teil der Brücke hops gegangen. Bin wieder hier. Ich und mein Boah. Bier regieren das Revier. Fuck, da kommen jetzt immer mehr rüber langsam. Langsam haben sie es raus. Ah, dann kommst du. Okay, da kriege ich ja glaube ich schon zu. Oh fuck. Natürlich, für die Waffe, die noch ganz ist, habe ich keine Munition gleich mehr. Aber lustig ist, dass sie mehr Löcher in den Boden hauen, wie sonst wo rein. Haha, oh. Bin in der Luft noch geholt, Bruder. Schönes Ding. Schade, dass sie kein kurzes... Doch, ich habe noch ein kurzes Eisenrohr. Oh. Beim Sprung habe ich mich erwischt, aber er lebt noch. Deswegen.
Aber die haben die Punkte schon gut zerlegt, muss ich sagen. Oh ja! Oh, Jasson! Und wieder Knochenbruch. Nee, nicht mal. Ja, ich bin mit dem Radl da, Betsy. Der Hund erwischt mich trotzdem. Ich muss meins holen. Aber ich nehme ganz leicht den Weg, ich gehe gleich oben rum. Haha, Zombies! Ich gehe auf die andere Seite, weil das ist irgendwo mein Fahrrad. Hui! Hallo, Zocki. Servus, Betsy Boy. Nein, ich komme aufs Fahrrad. Oh, das ist eine scheiß Idee, was ich hier vorhab. Oh nee, ich hab Blödsinn-Draht. Ich hab Blödsinn-Draht, Betsy. Oh mein Gott, ich bin... Ich komme nicht aufs Fahrrad. Warte, ich lenk sie ab. Oh nein, ich hab ganz schön was. Ich sterb schon wieder. Nein, ja. Betsy, nein! Doch. Oh, ich hab. Also, gerade noch mit einem Leben hab ich's aufs Fahrrad geschafft. Ich hab aber echt nur noch ein Leben, fuck. Ja, da musst du Gas geben. Hunde, die könnte ich trotzdem snacken. Gut, wo waren wir hin? Keine Ahnung, einfach nur weg. Okay, einfach nur weg, gute Idee. Ja, ich habe mittlerweile wieder zwei Leben, aber 8 Minuten ist mein Fuß noch gebrochen. Betsy, unser Wolverine, oh, da geht so steil bergauf, dass ich das einfach nicht packe. Ohne Witz, er schafft's nicht. Was? Wieso nicht? Was nicht? Vielleicht ist die Kacke in die Hose zu schwer. Was ist das für ein Weg, Alter? Ich brauche einen Heli. Ich hab gedacht, vielleicht packen das die Zombies nicht. Die packen alles, Alter. Scheiße, jetzt kommt noch ein Geier, der... Oh, der tötet mich aber. Der Geier kann mich killen. Der größer wie sonst. Oh, der Aua mich. Fuck. Nein, Geier, bitte nicht. Mich töten sie jetzt, weil ich hab nur noch ein Leben. Mano. Ah, jetzt muss ich auch noch nachladen. Oh, die Katze ist auch noch da. Verdammte Axt. Alter, ich versuche mit meinem einen Leben durchzuhalten. Oh mein Gott, beim Vorbeilaufen und Knackquatschen kriegt. Hä? Du gestorben? Ja. Weil irgendwie sind in dem Moment auch die Geier alle abgestürzt gefühlt. Das ist, glaube ich, so, wenn du mit dem Fahrzeug... Mein Fahrrad. Wo ist mein Fahrrad? Das ist vielleicht den Hang runter. Hä? Nee, das wird. Hä? Warum wird mir das hier oben? Ah, bei mir ist es. Ja, aber ich bin ja runtergefahren ein Stück. Warum ist es auf einmal hier oben? Weiß nicht. Aber es sind auch einmal auf die Geier auf einmal gestorben. Liegt es an der Uhrzeit vielleicht? Nein. Die Geier kommen nur, wenn du bei der Hordennacht mit dem Fahrzeug unterwegs bist. Hast du einen Verband? Ja. Kannst du einen abgeben oder schlecht? Ja, wo bist denn du? Ja. Hier, hinter dir. Was laberst du? Du bist 78 Meter weit weg. Nein, ich stehe vor dir. Nein. Doch. Da ist niemand. Ich droppe den einfach mal. Dann nimm den mal. Wirklich? Ja, du bist bei mir. Du bist bei mir 75,8 Meter weit weg. Du bist unsichtbar. Steig mal auf dein Fahrrad. Warte, wo ist denn dein Fahrrad? Hier. Ah, du liegst bei mir auf dein Fahrrad. Du liegst tot hier am Boden. Ich lebe aber noch. Nee, bei mir liegt. Schick dir kurz ein Foto, warte kurz. So. Ey, das Spiel ist kaputt. Ich stehe direkt vor dir, es ist so gut. Was machst du gerade bei mir? So, Foto versendet. Aber halt ein bisschen, Deutschland ist. Das ist ja geil, ich stehe aber hier, also ich bin nicht tot. Ey, dann hast du die Hex aktiv, aber heftig.
Fahr mal. Boah, warum fliege ich jetzt in die Luft? Weil ich dich gerammt hab gerade. Alter. Wenn ich das Fahrrad mache, macht das Spiel auch ein ganz komisches Geräusch. Immer so klick-klick. Klick-klick. Du bist eigentlich tot, das Spiel hat das nur nicht checkt. Der Betsy hat die Hex aktiv. Die Zeit läuft auch weiter bei mir, also. Wärst du gerade an mir vorbei? Wirklich? Nö. Ja. 120 Meter weit entfernt von dir. Spielt total für den Arsch. Sind noch einmal die. Oh, warte mal jetzt. Warte mal, ich versinke im Boden mit dem Fahrrad. Nein! Back up! Bist eigentlich tot, Betsy? Mein Fahrrad ist weg. Jetzt ist es wieder oben. Ja, weil du eigentlich tot bist. Was ist denn das für ein Scheiß? Du bist jetzt ein Geist. Achso, du meinst, ich kann den Ort, wo ich gestorben bin, nicht mehr verlassen. Mhm. Wir müssen die Phasmophobia-Typen rufen. Solange so zwei Idioten kommen wie wir. So, jetzt hocke ich wieder auf dem Fahrrad. Ich fahre jetzt mal zu der Brücke zurück, ob ich da hin zurückkomme. Hörst du auch nicht mein Klingeln? Doch, doch, ich höre auch, wie du Rad fährst, aber ich sehe dich nicht. Bei mir bist du tot. Ich fahre mal über deine Leiche. Nichts passiert. Du bist 21, 30 Meter, 38 Meter, 45 Meter. Ich aber auch, Bruder. Ja, ich bin tot. Wir hätten es safe, Alter, dass ich das nicht überlebe. Aber mein Fahrrad ist gleich in Arsch, Alter. Oh, aber mein Fahrrad versinkt wieder am Boden. Und jetzt ist es schon wieder da hinten. Ja, du bist eigentlich tot, Betsy. Versuch irgendwie hops zu gehen. Kannst du laufen? Irgendwo hinlaufen? Muss ich schauen. Ich komme irgendwie von dem Gebiet hier nicht mehr weg. Du musst aber ich sterben. Ja, aber ich bin noch nicht tot. Doch. Das Spiel glaubt, du wärst. Weil ich habe mich auch gewundert, dass du sagst, ich überlebe dann noch mit meinen 1 HP. Aber vor mir habe ich gesehen, wie der Geier dich gesnackt hat und du vom Rad gefallen bist. Achso, okay. Nee, das ist bei mir nämlich nicht passiert irgendwie. Wir haben das Spiel zerstört. Ja, aber wirklich, weil ich komme von dem Gebiet nicht weg. Ah, warte mal, zu Fuß vielleicht. Also mit dem Fahrrad kann ich nicht mehr weg. Aber es sind auch keine Zombies mehr da. Ja, bei mir auch gerade nicht. Ja, okay. Bei mir verschwinden jetzt auch die Gebäude, wenn ich drauf zulaufe. Ja, da unten. Du musst ja nur ins Wasser und runter da runter trinken. Ich muss erstmal zum Wasser kommen, Zocki. Dann gucken wir mal auf die Map, ob hier irgendwo Wasser ist. Na, ist das so weit weg bei der Brücke. Das Problem ist, dann ist mein Fahrrad aber auch so weit weg. Ja! Warum muss das Spiel genau in der Hornnacht kaputt gehen? Aber nicht irgendwie Alaskam Selbstmord begehen? Glaube ich gar nicht, dass das möglich ist. Ich muss sagen, das nervt mich jetzt sogar ein bisschen. Mhm. Verständlich. Würd's mich auch, wenn das mir passieren wird. Ich hab dein Spiel auch mit kaputt gemacht, du hast auch keine Zombies mehr. Das ist weniger schlimm. Überlebe ich wenigstens die Horden, ne? Obwohl, ich überlege, ob das was bringt, wenn ich kurz raus und wieder reingehe. Ja, sicher, dann startet die Horden nach von neu. Achso, komplett oder was? Nein, von der Zeit her nicht, aber Zombies kommen wieder viele, glaube ich. Aber mach einfach mehr. Ja, probier einfach. Bleib beim Rad und mach das. Ich hoffe, dass ich jetzt auch bei meinem Fahrrad dann wieder rauskomme. So. Ich mach kurz Pause. Ich nicht. Dann mach ich's auch nicht. Oh nein, der Pelzi hat mich verlassen. Wie konnte er es wagen? Mich alleine. Dass es mit dem Fahrrad wieder passt. Weil mein Fahrrad war gerade, wo ich abgestiegen bin, dann schon wieder weg. Ich mach doch kurz Pause. Ah, komm schon, Junge! Du schaffst es!
Da ist der Belzier. Ja, da bin ich wieder. Ah, jetzt steht er noch. Na, Badwood ist gestorben. Nö, ich habe aber immer noch die Leben von vorher. Oh, fuck, die Geier sind schon da. Haben schon. Aber scheint die Zombies gehen. Kommen noch alle wieder runter, kugelt den Hügel. Ah, da kommen sie tatsächlich. Da sind sie. Oh, guck mal, das. Oh, noch ein Geier. Scheiße. Aua! Oh, da, ich bin gleich abgehoben, so wie mich der Geier geholt hat. Oh, ich komme von dem Geier nicht weg, Taki. Ja, ne, das ist auch nicht möglich. Habe ich ja gesagt, Fahrzeuge und so. Den muss man killen, den Geier, muss man killen. Okay. Oh, verdammte Axt. Steh aufs Fahrrad, schnell! Steh aufs Fahrrad? Wo bist du hin? Einfach geradeaus weiter. Ich hatte dir vorbei. Wo rennst du, wo fährst du hin? Straße entlang. Ich will mich mit dir befreunden, schnell, dass ich dich wieder sehe. So. Oh no. Oh, jetzt bleiben auch die Häuser stehen. Wirklich? Ja. Unglaublich. Ah, oh, verdammter Geier. Oh, und kotze gleichzeitig. So, mal schauen, ob ich da irgendwie hochkomme. Nein, das war aber eine knappe Geschichte. Was? Du weißt schon, was hier alles immer von ist? Ja, ich will ja irgendwie aufs Dach oder so. Aber ich habe halt null Ausdauer, verdammte Axt. So, mach das Tor wieder zu. Ach verdammt, hier ist auch ein Zombie drin. Ja, einsperren in einem Gebäude würde ich mich safe nicht. Fuck. Mann, oh nee, Betze, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Hier ist ein Auto, das heißt einfach mal Bomben. Geil, Alter. Das sieht aus wie der Rager aus. Das Auto wird hier safe unter meinen Füßen explodieren. Aber dann nehme ich ein paar Zombies mit, das Arschlöcher. Also ich befühle mich jetzt in dem Gebäude doch ganz sicher. Wirklich? Scheiße, hätte ich vielleicht auch rein sollen. Ich habe nur noch 2 HP. Ja, ich habe hier ein Garagentor, da brauche ich ein bisschen. Ah, ich kann hier nebenbei ein bisschen looten. Ma, Bates, jetzt echt locker. Ich bin tot. Das. Ja gut, wir haben keine Hornbase und nix. Nee. Ich meine, wenn das Tor aufgeht, dann bin ich auch richtig im Arsch, aber... Ah, stehe ich gleich wieder bei dem Bres hier. Ha, ja geil. Oh, jetzt kommen wir langsam durch. So, jetzt bin ich endlich safe, Alter. Ich jetzt nicht mehr. Ich jetzt nicht mehr, ich muss weg. Oh, oh, Sackgasse. Sackgasse! Zack, ich bin tot. Der Betze, der ist tot. Der Betze, der ist tot. Wer isst denn gerne ein Brot? Der Betzi. Ah, ja, hoffentlich kommen die denn. Ja! Shit, wo kommen die denn her? Wenn ich jetzt wieder spawn, das wird so krank. Hey, wie kommen die da hoch? Oh nein, ich bin auf dem Dach gefahren und spring runter, weil ich nicht wusste. Scheiße. Es ist eine Drecksau-Horden-Nacht. Die ist echt kacke. Aber jetzt geht's gerade wieder bei mir. Weil sie, glaube ich, alle bei dir sind, kann das sein? Die coolern bei mir, viele coolern bei mir darunter, ja? Weil bei mir ist gerade einfach ruhig. Ey, wie kommt denn der da hoch, frage ich mich. Kann man da von außen hochklettern? Hordennacht vorbei, oder? Was hat geschafft? Also das war die mieseste Leistung, ja, die man je haben kann, oder? Ja,
weißt du nicht. Aber sie sind noch da, ne? Ja, sind noch alle hier. Aber sie sind jetzt schwächer, ne? Aber du kannst ja jetzt endlich eine Werkbank, ne? Ja, das ist gut. Oh, wo kommt der Giftlauf einmal her? Oh, da kommen ja jede Menge. Oh, die hat noch gelbe Augen. Ja, oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Aua, geh weg von mir. Aua. Hinter dir, Betsy! Irgendwie sind wir hier nicht viel sicherer mittlerweile. Ich nehme das Knochenmesser, kann ich öfters zustechen. Ja, das andere macht mehr Schaden. Oh, Leuchteauge. Oh mein Gott, der Typ hört sich an wie ein Auto, wenn du so drauf hast. Oh, ich sterb gleich schon wieder, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Crit. Hui. Hier kommt nochmal ein Leuchteauge auf mich zu. Jetzt. Puh. Bleib jetzt liegen. Zwei Military Boys waren auch noch dabei. Ah, mein Gott. Military Boys. Die hören sich an, wie Spaß. Ich einmal das Spiel kaputt gemacht. Ja, Mann. Leistung. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr, fuck. Darum nehme ich das Knochenmesser. Kostet nicht so viel. Du hast schon wieder eine mitbekommen, nur noch 5 Leben. Wow. Wow, Betsy, so oft bin ich noch nie hintereinander hops gegangen. Da drin sind ja immer noch ein paar Zuckerstückchen. Nee. Ja, würdest du sagen, es liegt, weil wir vielleicht zu früh in das Gebiet gegangen sind? Na, glaube ich nicht. Wir brauchen Pläne für Fahrzeuge, damit ich uns das Mini-Motorrad craften kann. Oh, ich habe eine Reparatur. Oh mein Gott! Was sagt eigentlich die Zeit, Zocki? Die Zeit sagt, Alter, dreht's ab, es wird Zeit. 53 Minutos. Oh, ich hab eine gute Axt. Wir können ja jetzt zumindest wieder abhauen. Ich glaube, ich muss mein Fahrrad reparieren. Das hat sehr viel abbekommen. Warte, ich schau noch schnell ins Polizeiauto ran. Ah, kannst du Mitdeckung geben? Ich glaube, da kommt wer. Ja, bin da. Kommt zwar keiner, aber ich bin da. So, ich hab gedacht, ich höre was. Ja, die sind im Gebäude zugange, deswegen wahrscheinlich. Ich muss das erst aufschließen, nämlich. Aber ich hab's gleich. Ich hab nämlich keine Dietriche mehr, deswegen ging's nicht. Ich hab's gleich. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Und geil. Santa Papa da. Tü-tün. Hört das gut aus, was ich anhab? Ey, dasselbe, was du hast. Ja. Fehlt nur noch... der Helm. Der Helm, der gute. Na gut, Jodob. Dann war's genau, dann das, ne? Ich bin eh wieder gleich tot, oder? Verdammte Axt. Ja, ich habe auch nur noch 10 Leben.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Also ich glaube, wir müssen noch gut Händler-Sachen machen, dass wir noch viele Sachen dazu bekommen. Dann eine Werkbank. Aber ich würde sagen, dass wir die Werkbank vielleicht wieder im ersten Gebiet erstmal bauen, oder? Ja, safe, bei uns in der Base. Genau, in unserer Mini-Base wieder zurück. Vielleicht noch zwei Quests vielleicht in dem Gebiet, hä? Und dann wieder mal zurückschauen. Ah, warte mal, lass mich kurz gucken. Wie viel brauche ich denn eigentlich noch für das Fahrzeug, für das erste? Die Frage ist, kommen wir überhaupt, weißt du noch, wie wir ins andere Gebiet kommen? Ja doch, das ist einfach das helle Gebiet, ne? Und der Trader Rekt. Ja, okay. Unsere Base wird uns eh anzeigt. Ja, passt schon. Oh nein, doch nicht, wir haben keinen Gebietsblock. Naja, aber ich habe schon gesehen, wo der Trader ist, das passt. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Hau rein. Und brave sein. Ciao.